Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. Heute habe ich eine neue Folge Dividendenoptionen für dich. In diesem Format spreche ich alle 8 Wochen mit Frederik vom Team Krawattenlos über unterbewertete Dividendenaktien, auf die man im Idealfall auch Put-Optionen verkaufen kann. Frederik ist der Entwickler des Dividendenkalender Pro Plus, den ich selber schon lange nutze, um interessante Aktien für meine Watchlist zu ermitteln. Diesen Aktienscreener habe ich auch einem ausführlichen Praxistest unterzogen, den du im Blog nachlesen kannst. Wenn du das zuerst tun möchtest, kannst du das Video an dieser Stelle pausieren und findest den Link zu meinem Praxistest unten in der Videobeschreibung. Wir nutzen dieses Tool heute natürlich auch wieder live, um interessante Aktien herauszufiltern und diese zu besprechen. Wenn ein Interesse an dem Dividendenkalender Pro Plus geweckt ist, solltest du nicht zögern und über den Link in der Videobeschreibung direkt zuschlagen und nochmal 10 Euro mit dem dort genannten Code sparen. Heute erwartet dich ein Rückblick auf die in der letzten Folge vorgestellten Werte Altria und Walgreens. Dabei gehen wir auch auf die entsprechenden Branchen Tabak und Pharma bzw. Drogerie-Retail ein. Unser Hauptaugenmerk liegt in dieser Folge aber auf einem Unternehmen, das vielen wahrscheinlich eher unbekannt sein dürfte und das, obwohl es sich dabei um einen echten Marktführer aus dem Bereich Agribusiness handelt, der vielleicht sogar eine unbeachtete Dividendenperle ist. Spannung und Aktuelles haben wir so in jedem Fall ausreichend dabei. Viel Spaß mit diesem Video. Genau, dann begrüße ich auf der anderen Seite Frederik vom Team Krawattenlos. Er ist der Entwickler des Dividendenkalender Pro Plus, den ich ja auch immer regelmäßig nutze, um meine Aktien zu filtern. Genau das wollen wir heute auch wieder machen. Steigen wir mal direkt ein. Also erstmal herzlich willkommen, Frederik. Wie geht's dir? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute wieder mit dir ein paar interessante Aktien rauszusuchen. Mir persönlich geht's ganz gut. Und bin jetzt mal gespannt, so was wir heute wieder Tolles rausfiltern und welche Unternehmen einfach attraktiv momentan für einen Einstieg vielleicht bewertet sind. Wollen wir mal direkt einsteigen und gucken nach den altbekannten Filterkriterien vielleicht auch, was momentan so am Markt einfach los ist. Ne? Wir haben hier jetzt die Kurse, die sind vom Freitagabend, die Schlusskurse, also ist nicht vom Montagabend, die Kurse, die halt am Wochenende gegolten haben. Und jetzt können wir einfach mal schauen, was denn für dich interessant ist, auch dabei ist, für möglicherweise Optionen dann halt auch drauf zu machen. Ne? Ja, genau. Dann würde ich einfach die Filterkriterien diktieren sozusagen und du stellst es mal ein. Genau, mach das mal. Ich würde einfach sagen, wieder ein Aktienkurs zwischen 30 und 100, denn es ist nicht zu teuer, auch für kleine Konten, falls jemand eine Option drauf verkaufen will. 30 Euro ist der kleinste Wert. Augenblick. Und es soll nicht größer sein als 100. So. Dann KGV, kleiner oder gleich 15. Gibt es ja jetzt seit Corona auch wieder ein paar Unternehmen, die wieder ein bisschen günstiger bewertet sind. Das hat das Positive dann von Corona doch mitgebracht, dass einige Unternehmen mal wieder zu günstigeren KGVs verfügbar sind. Ja, genau. Wenn du hast, dann die Ausschüttungsquote sollte kleiner als 80% sein. Ja. Kleiner als 80%. Ah, jetzt wird es schon ein bisschen dünner langsam. Ja, dann schauen wir mal, was übrig bleibt noch, wenn wir einstellen, dass der Dividendenscore größer oder gleich 2 sein soll. Mhm. Vielleicht noch wichtig jetzt für die Leute, die zuschauen und es hier noch nicht so kennen. Ich mache es auch mal ein bisschen größer, dass man hier vielleicht auch ein bisschen mehr erkennen kann. Der Dividendenscore ist jetzt in dem Fall schon ein richtig gutes Qualitätsmerkmal, weil du siehst zum Beispiel hier eine Vonovia oder auch eine Miti Group, die haben zum Beispiel keinen Score. Die sind dann jetzt für die ganz klassische Dividendenstrategie eigentlich geeignet. Also jedes Unternehmen, was einen Dividendenscore hat, auch wenn er null ist, ist eigentlich schon ein Qualitätsmerkmal, denn das bedeutet, dass es mindestens in 10 Jahren, in den letzten 10 Jahren 9 Ausschüttungen gab. Also es durfte maximal einmal innerhalb von 10 Jahren nicht bezahlt worden sein. Und wenn du das aber geschafft hast, mindestens 9 Mal, dann qualifizierst du dich schon mal für einen Score. So, jetzt hast du gesagt, größer 2, ne? Ja, größer oder gleich. Größer oder gleich 2. So, oh, da bleibt ja noch gut was übrig. Dann können wir noch weiter filtern. Unterbewertung nach Fair-Value-Dividende, größer oder gleich 50%. Mhm.
Ja, das ist wichtig, weil dann sehen wir halt auch gleich noch, was für ein Kursgewinnpotenzial wir zusätzlich haben. 50% ist schon mal gut. So. Gut, da bleiben dann altbekannte Firmen wieder übrig. Oh ja, da sieht ja aber auch schon ganz gut aus. Aber lass uns doch noch, weil wir sind ja auf der Jagd nach Dividenden, einfach nochmal die Dividendenrendite einkreisen ein bisschen, also dass die größer als 3% ist. Und dann haben wir, glaube ich, eine übersichtliche Gruppe da. Genau. So. Ah ja, da bleiben jetzt nur noch 5 Stück übrig. Allerdings alle mit auch einem recht attraktiven Dividendenscore. Also größer 2 ist schon mal wirklich sehr gut. Das heißt auch, dass die Dividende recht sicher ist, zumindest in der Vergangenheit immer gut Dividenden bezahlt wurden, Dividenden erhöht wurden. Wer Näheres wissen will zum Dividendenscore, der kann das bei uns auf dem Blog mal nachlesen. Da könnt ihr sehen, wie sich der errechnet. Ja, schau mal, jetzt haben wir im Prinzip die Highlights aus dieser Gruppe, was da jetzt rausgekommen ist, die haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Verlinke ich gerne auch mal oben in der Infobox. Kann man sich dann nochmal anschauen. Das war nämlich, wir hatten ja letztes Mal über Altria und über Walgreens schon gesprochen, ne? Ja, richtig, Und stimmt, genau. die sehen ja jetzt nach wie vor gut aus. Dividendenrendite zum Beispiel, wenn ich hier schaue, Altria immer noch über 8%, Dividendenscore 6%, 6. Und wenn ich unten Walgreens anschaue, haben wir auch noch 4,5% Dividendenrendite und auch ein Score von 4. Damit sind das ja schon die beiden Highlights so auf den ersten Blick aus der Gruppe. Und was jetzt noch auffällt, ist, dass ja Altria und BAT sind beides Vertreter aus der Tabakbranche. Walgreens und CVS sind auch direkte Wettbewerber in dieser Pharmazie, Retailer-Geschichte, so Healthcare, so Apotheken und Drogeriebedarf in den USA, aber nicht nur USA. Ja, also dann könnte man sagen, dass wir uns heute vielleicht mal Bunch Limited, habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie so richtig auf dem Schirm gehabt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Bunge, Bunch, Bungee. Ich weiß es nicht, Frederik. Ja. Ja, da bin ich bei dir, wie man es richtig ausspricht, ganz im Ernst. Da fehlt mir auch noch ein bisschen die Fantasie. Ich selbst sage immer Bunch, aber der Englisch halt, ne, könnte man auch noch das I hinten dran machen, Bungee Limited. Nichtsdestotrotz ist eigentlich ein sehr geiles Unternehmen, auch so ein bisschen ein Unternehmen, was noch so ein bisschen, ich sag mal so, unterm Radar läuft. Also ist wahrscheinlich nicht ganz vielen Leuten im Begriff, jetzt vielleicht auch dem einen oder anderen Zuschauer nicht. Aber was wichtig ist, denke ich, einfach zu wissen, es geht hier um Nahrungsmittel, also Megatrend. Nahrungsmittel ist wo kein Mensch darauf verzichten kann. Das heißt, es ist ein Produkt, was Zukunft hat und was auch Gegenwart hat sozusagen. Man braucht es. Und sie haben halt eine extrem starke Marktstellung auch. Sie sind einfach riesengroß, über 40 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, über 30.000 Mitarbeiter weltweit. Sie nennen sich selbst so ein bisschen das Field to Market. Das bedeutet nichts anderes. Sie haben quasi die komplette Wertschöpfungskette vom Feld, also vom Erzeuger, vom Bauer. Kaufen sie im großen Stil halt die Agrarprodukte ein und verfeinern sie, also veredeln diese Produkte oder tun sie selbst im Großhandel an Großhändler weiterverkaufen, die sie dann eben auch selbst weiterverarbeiten. Die gehen dann sogar noch so weit, dass sie nicht nur Großhandel betreiben und Raffinerien, Weiterverarbeitung machen, sondern dass sie auch Endprodukte haben, wie jetzt eine Kraft Food zum Beispiel, eine Kraft Heinz. Dass sie direkt eben vom Acker bis dann eben in das Supermarktregal, sag ich mal, Produkte veredeln und verkaufen. Und das ist eine tolle Wertschöpfungskette, weil da bleibt am meisten eben bei der Firma hängen und es ist halt einfach ein Produkt, ja, was Zukunft hat. Sie produzieren zum Beispiel auch Tiernahrung, also dann ganz normale Nahrung natürlich für uns jetzt, für die Menschen. Und dann hast du noch ein Joint Venture, was sie mit BP haben, wo sie Bioethanol zum Beispiel herstellen und halt auch tonnenweise Zucker, also in Größenordnungen, die halt, ja, ich glaube, ich habe es mir irgendwo mal notiert, ich muss mal gucken. Die haben allein, dass man sich mal vorstellen kann, 1,1 Millionen Tonnen Zucker, die sie jedes Jahr produzieren und 1,5 Billionen Liter Bioethanol. Also das sind halt Größenordnungen. Ja, und trotzdem ist es eine Firma, die unterm Radar fliegt. Ja, dafür kennst du dich ja ganz gut aus schon. Da schauen wir, glaube ich, gleich mal näher rein. Vielleicht können wir auch noch mal ein paar Seiten dazu aufrufen und ein bisschen was zeigen. Aber du hast ja schon eine Menge erzählt. Was ich gerne noch machen würde, ist einmal noch mal ganz kurz zurückschwenken auf die Tabakwerte und auf diese
Pharmabuden, weil wir die ja letztes Mal besprochen haben, einfach nochmal, wie es gelaufen ist. Ich hatte ja auch ein paar Optionen drauf verkauft. Außerdem hatte, glaube ich, ja Walgreens jetzt Anfang des Monats Quartalszahlen gebracht, die nicht so gut ausgefallen sind. Da ist der Kurs nochmal abgestürzt. Lass uns nochmal ganz kurz, glaube ich, ja, auf die beiden Branchen zurückgehen mit einem kleinen Rückblick, wie es gelaufen ist seit unserem letzten Talk vor 8 Wochen, und dann steigen wir nochmal in Bunch ein. Ja, also bei Tabak muss man sagen, da hat sich jetzt in dem Fall eigentlich nicht viel getan. Also es gab eher Seitwärtsbewegungen bei Imperial Brands, die jetzt hier zum Beispiel nicht notiert sind, aber auch ein internationaler Global Player, einer der Top 5, die haben noch ein bisschen an Kurs verloren. Ist natürlich weiterhin, Tabak ist einfach die politische Unsicherheit, das ist immer, steht ständig unter Beschuss. Aber was man sagen kann und was ich auch gern sagen würde, ist, dass es jetzt bei Philip Morris, was wir jetzt leider hier nicht sehen auf der Liste, aber mit der Altria, ein Partner von Philip Morris, also der US-amerikanische Vertreiber von den klassischen Marlboro-Produkten, da gibt es jetzt ein Urteil relativ kurzfristig, vor 2 Wochen oder was, wurde das gefällt von der FDA, dass jetzt Philip Morris die Zulassung hat, also auch Altria, die IQOS-Produkte. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind Heat-Produkte, nennen die sich. Also die erhitzen den Tabak nur und verbrennen nicht mehr. Das darf jetzt tatsächlich als Reduced Risk Product auch vermarktet werden. Also es gibt jetzt einen offiziellen Stempel von der FDA, dass diese neue Next Generation Produkte tatsächlich geringer im Risiko einzustufen sind wie die klassische Zigarette. Und darauf wurde jahrelang gewartet, dass irgendwann mal so ein Urteil kommt. Jetzt ist es da und ich bin gespannt, wann dieses dann auch im Markt, im Aktienkurs sich irgendwann widerspiegelt. Ich selbst kenne die Produkte. Ich bin gnadenlos davon überzeugt, also wirklich 100%. Die sehen geil aus. Also es gibt eine geile Hardware, mit der künftig Philip Morris und auch Altria richtig Geld verdienen werden. Und dann natürlich die Heats, diese neuen Zigaretten, die deutlich höhere Margen haben, weil sie wesentlich kleiner sind. Also du brauchst einen geringeren Rohstoffeinsatz und hast natürlich jetzt das Überzeugungsargument, das Verkaufsargument, dass du eben ein Produkt hast, was in der also geringere gesundheitsschädliche Risiken hat, wie eben diese klassische Zigarette. Und da sehe ich ein Riesenpotenzial. Und ja, also alle, die jetzt in Tabak investiert sind, vor allem in Altria, die sollten auf jeden Fall bei der Stange bleiben. Der eine oder andere kann sich vielleicht überlegen, ob er irgendwie eine kleine Position vielleicht aufbaut. Und ich habe es jetzt hier mal eingeblendet. Wir sehen hier den fairen Wert nochmal von der Aktie. Das heißt, in der Vergangenheit, das blaue ist ja der Kurs, war sie immer unterbewertet oder überbewertet. Und jetzt zum ersten Mal hier im Oktober 18 ist er eigentlich unterbewertet mit einem Kursgewinnpotenzial von 58%. Also nur so viel nebenbei. Ja, ich habe mal hier mal den Chart eingeblendet, Altria. Wann hatten wir gesprochen? Das war ja Mitte Mai irgendwie. 19. Mai ist unsere letzte Folge online gegangen. Ja, da ging es seitdem auch ein bisschen hoch hier, dann wieder ein bisschen runter. Also vom Kurs her hat sich nicht viel getan. Meine Optionen sind gut durchgelaufen. Ich habe ja auch wieder einen Strike genommen, der relativ weit weg ist. Ich habe im großen und im kleinen Depot jeweils verkauft. Lief gut. Auch aktuell habe ich noch einen Altria-Put laufen. Also das war nochmal eine ganz gute Zusammenfassung, die du da gegeben hast zum Tabakmarkt. Und das lässt sich natürlich eben auch ein Stück weit übertragen auf den Konkurrenten, den wir eben noch mit rausgefiltert haben, BAT, also British American Tobacco. Ja, aber weil wir das letzte Mal besprochen haben, soll das nur ein kleiner Rückblick gewesen sein. Und dann lass uns doch nochmal auf CVS und Walgreens. CVS und Ja. Walgreens schauen. Da habe ich auch ein bisschen was vorbereitet. Lass mich da mal einmal reinschalten. Ja, hier sind wir nochmal im Chart. Maximale Einstellung. Ich gehe mal einfach zurück auf die letzten 3 Monate. Also Walgreens hier das Thema. Wir hatten uns, wie gesagt, hier im Mai das letzte Mal ja getroffen und das besprochen. Und wenn man sich das jetzt so anschaut, dann hat sich der Kurs zwischen damals und heute sind wir direkt auf dem gleichen Niveau. Ja, ungefähr bei 40 Dollar. Zwischendurch ist aber mal stark hochgegangen bis auf 47, und dann kam eben unter anderem hier das mit dem Quartalsbericht. Am 9. Juli war der. Da können wir mal reinschauen in den Quartalsbericht. Und so sieht der aus. Und da habe ich mal ein paar Sachen rausgefiltert oder mir notiert,
die da jetzt drinstehen. Ich kann das ja hier auch, kann man ja auch mal ein bisschen auf Englisch mitlesen, aber das Ding ist halt, dass sie deutliche Covid-19-Auswirkungen eben reportet haben, und vor allem im UK-Geschäft. Da gibt es insgesamt jetzt einen operativen Verlust von 1,6 Milliarden. Der steht in einem Gewinn von 1,2 Milliarden im Vorjahresquartalzeitraum eben gegenüber. Das ist also schon ein krasser Unterschied von irgendwie 270% oder sowas in der Art. Genau, das heißt, der Verlust pro Aktie beträgt 1,95 Dollar. Vorher war es eben ein Gewinn von 1,13 Dollar. Und bis 2022 soll nun ein Einsparprogramm gefahren werden, was 2 Milliarden einsparen soll. Das angepasste Earnings per Share ist dann jetzt zwischen 4,65 und 4,75 für das Steuerjahr 2020. Die Dividende wurde aber um 2,2% angehoben. Das freut uns natürlich als Dividendeninvestoren. Damit sind wir jetzt bei 45 Jahren in Folge Dividendenerhöhung. Also wie gesagt, wie wir letztes Mal schon rausgefunden haben, auf dem besten Wege zum Dividendenkönig sozusagen, wo man dann ja nach 50 Jahren Dividendenerhöhung ankommt. Ein weiterer positiver Aspekt ist zum Beispiel noch, dass der Free Cashflow um 23,7% gestiegen ist. Aber insgesamt eben Walgreens hier mit einigen Problemen, was die Corona-Krise angeht. Also nicht verschont geblieben. Dazu muss man aber sagen, dafür sind sie, wenn man sich das jetzt nochmal auf dem Halbjahreschart anschaut, hier im März, wo eigentlich alle Aktien mehr oder weniger eingebrochen sind, war der Einbruch bei Walgreens gar nicht so stark, wenn wir das hier nochmal rückwärts betrachten. Hier gibt es natürlich auch die eine oder andere Bewegung runter, aber wie wir hier sehen, hat das insgesamt gar nicht so viel verloren. Und jetzt kommen eben die Quartalsberichte, und dann gibt es eben doch Auswirkungen. Ja. Dann ist es mal an einem Tag hier 10% gefallen. Und das hätte man jetzt zum Beispiel als Einstiegschance auch nochmal sehen können. Oder vielleicht hat es auch der ein oder andere genutzt. Weil ich denke, und eben auch nach dem, was das Tool rausgibt, ist es durchaus immer noch eine solide Aktie. Ja, das genau. Walgreens aus meiner Sicht. Hast du noch was hinzuzufügen? Ja, vielleicht jetzt nur, wenn du das nochmal ein bisschen rauszoomst, ne, wenn du gerade mal den Beginn von Covid-19 vielleicht nochmal, das heißt 6 Monate. Ja. Das ist genauso auch, wie du gesagt hattest. Also am Anfang war jetzt bei Walgreens eben, du siehst ja, der Ausschlag, der ging relativ schnell wieder hoch Mitte März. Da war es plötzlich irgendwann wieder bei 50 Euro. Ja. Und da war halt vielen Leuten noch nicht so bewusst, und das hätte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm gehabt, dass selbst jetzt gerade Healthcare-Dienstleister, Pharmazien und so in dem Bereich, wo ja Walgreens tätig ist, wo man ja eigentlich denkt, ja, okay, es ist ein Ausbruch von einem Virus, das heißt, das ist schlecht für die Gesundheit, Medizin wird mehr nachgefragt, das müsste eigentlich kursfördernd sein. Wahrscheinlich haben das auch viele da gedacht und haben sich da fett eingedeckt, um dann aber wieder zu vergessen. Und das war dann auch in einem Quartal oder auf der Webseite bei Investor Relations gestanden, bei Walgreens, das kann man da bestimmt auch nochmal nachlesen, dass halt das Geschäft extrem gelitten hatte unter Covid, weil die Leute sich nicht mehr getraut haben, Rezeptmedikamente zu kaufen, aus Angst, sich anzustecken. Genau. Also, da denkt man ja gar nicht erstmal dran. Ne? Das ist ja eigentlich verrückt. Man denkt, die Leute brauchen jetzt Medikamente, das muss kursfördernd sein, umsatzfördernd für Walgreens, aber dann kommt es doch genau gegenläufig, weil die Leute sich nicht mehr trauen, aus dem Haus zu gehen. Also, ja. Man hatte den Vorteil, dass die Geschäfte nicht unbedingt schließen mussten, weil es ja eben Apothekenbedarf und so weiter ist. Ja, und trotzdem sind die Leute oder nur die Leute hingelaufen, die wirklich was abholen mussten aus gesundheitlichen Gründen. Genau. Und die, sag ich mal, irgendwie was aufschieben konnten, die haben es dann eher bleiben lassen, um sich eben nicht anzustecken und so weiter. Genau, das ist wohl auch so der Hintergrund. Außerdem nicht nur in den USA tätig, wie gesagt, in UK wurde auch starke Probleme reported. Dort sind sie unter der Marke Boots dann wohl vertreten, haben auch viele hier Optiker, Brillengeschäfte und so weiter, und die haben dann tatsächlich auch zugehabt. Ja, und so weiter und so fort. Also genau wie du sagst, erstmal denkt man, ja, Mensch, die sind auf der Seite, wo es die Medikamente gibt, und die sind auch nicht von den Schließungen jetzt in erster Linie betroffen gewesen, und trotzdem kam es dann eben jetzt im Nachhinein doch noch zu
Sachen, die sich negativ ausgewirkt haben auf das Geschäft. Ne? Und die stecken jetzt in den Zahlen drin und dann geht es eben doch noch runter. Gut, ja. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass da die Aktie Potenzial hat. Gerade auch durch den 10% Kursrutsch war das vielleicht an der Stelle nochmal interessant. Optionen kann man sicherlich weiter gut auch drauf verkaufen, aber das ist ja auch Geschmackssache. Ähnlich sieht es wahrscheinlich mit CVS aus. Gleiches Geschäftsmodell im Prinzip, wie gesagt, direkte Wettbewerber und ähnlich auch im Kurs dann entsprechend. So, das soll es aber gewesen sein, was jetzt unseren Rückblick angeht. Dann lass uns doch mal auf die Aktie, die wir da in der Mitte hatten, also Bungee, wie auch immer, nochmal zu sprechen kommen. Du hast ja schon relativ viel ausgeführt, aber geh doch mal direkt rein in dein Dividendenchart Pro Plus zum Beispiel. Genau, machen wir mal eine kurze Chartbetrachtung. Ich teile gerade wieder den Bildschirm, Augenblick. So, also ich persönlich mag jetzt eigentlich den Chart hier am allermeisten. Das ist einfach so für mich als Dividendeninvestor, das ist das Beste aus zwei Welten, weil was sehen wir hier? Wir sehen ja hier die blaue Linie, das ist die aktuelle Kursentwicklung und wir sehen eben diese orangene Linie, das ist der Kurs, wo die Aktie liegen müsste, würde sie auf Basis von einer Dividendenbewertung liegen, also der Fair Value Dividende. Und dann sehen wir halt immer, wenn schön diese Linie, die rote, orange Linie, ein bisschen von der blauen abweicht, das heißt drüber liegt, dann liegt theoretisch rechnerisch eine Unterbewertung vor. Und dementsprechend, je weiter die Schere ist, umso höher ist das theoretische Kursgewinnpotenzial. Und wenn ich jetzt eben das Glück habe, eine Aktie zu filtern, eine Aktie zu finden, die eine lupenreine Dividendenhistorie hat, wie es ja Bunch auch hat, ich gehe mal kurz runter, dann können wir uns das hier nochmal angucken, wie die Historie nämlich ist, dann sehen wir ja, wir haben hier jetzt schon seit 18 Jahren wurde die Dividende jedes Jahr erhöht, seit 19 Jahren nicht gesenkt. Wir haben 6,9% Wachstum, Dividendenwachstum seit 2011 und wir haben 4 Ausschüttungen im Jahr. Du kriegst im März, im September, Juni, im Dezember eine. Und wenn du mal so eine Perle findest, die dann halt auch noch aktuell eine Rendite von 4,7% hat und der Fair Value Dividende eigentlich bei 2,3% liegt, dann ist das das Genialste, denn du wirst fürs Warten, für hoffentlich später anfallende Kursgewinne belohnt, indem du wartest und immer jedes Jahr 4,7% Dividendenrendite kriegst. Und im Idealfall wird auch die Dividende weiter erhöht und dann hast du natürlich doppelt profitiert. Und das ist einfach das Tolle. Deswegen mag ich den Chart so sehr, weil ich halt direkt sehe, wenn es ein gutes Unternehmen ist mit einem guten Dividendenscore, dann kann man sich auf so eine Chart-Technik eigentlich ganz gut verlassen, weil früher oder später wird irgendwann wieder hier der Break-Even erreicht, sprich Kurs trifft Fair-Value-Dividende. Genau, was sehen wir jetzt hier noch im Detail? Wir sehen, dass wir hier eine Auseinanderdriften haben von 107%. Das heißt, der aktuelle Kurs, der ja hier bei 37,62 Euro liegt, der muss 107% steigen, dass er seinen fairen Wert auf Basis der Dividendenbewertung hat. Und das ist natürlich massiv. Also 107% Kursgewinn. Ich sage nicht, dass das schnell passiert. Das passiert in der Regel nie schnell. Aber die Dividendenstrategie ist ja nichts für Sprinter, sondern es ist was für Marathonläufer. Und wer eben Ausdauer und Geduld hat, der kann sich mit solchen Unternehmen, wenn er denn vom Geschäftsmodell überzeugt, das ist ganz wichtig, kann er sich da tolle Chancen auch ins Depot holen. Also nicht nur attraktive Dividenden, sondern auch attraktive Chancen. Das sieht gut aus, Frederik. Ich habe mal parallel hier ein bisschen geschaut. Das, was du vorhin erzählt hast, hat mich ein bisschen auch an Archer Daniels Midland erinnert. Das scheint ja ein direkter Konkurrent zu sein. Lass mich mal meinen Bildschirm teilen. Mhm. Dann können wir ja noch mal ein bisschen auf das Unternehmen an sich eingehen. Ja, dann schauen wir uns einfach mal den Wikipedia-Eintrag hier an. Der ist auch nicht unbedingt lang, aber dass man mal ganz kurz noch mal ein paar Fakten hier sieht, also weltweit aktives Unternehmen im Agribusiness, also in dieser landwirtschaftlichen Geschichte, wie du schon erzählt hast. Aus steuerlichen Gründen ist der Firmensitz in Hamilton im britischen Überseegebiet der Bermudas. Die Hauptverwaltung ist aber in White Plains im US-Bundesstaat New York. Ganz interessant ist, fand ich, dass das hier, das ist vielleicht auch im Zusammenhang mit der Aussprache interessant. Das Unternehmen wurde schon 1818 von Johann Peter Gottlieb Bunge in Amsterdam gegründet. Oh.
Also vielleicht spricht man es doch gar nicht so strange aus. Also irgendwie Niederländer oder hört sich ja sogar fast deutsch an. Johann Peter Gottlieb, wie auch immer. Also schon ein uraltes Unternehmen von 1818. Ja, und der Gründer oder die Gründung fand in Amsterdam statt. Also aber zurück zu den Geschäftsfeldern und Marktstellung. Bunge ist einer der weltweit bedeutendsten Lieferanten der Nahrungsmittel- und Futtermittelindustrie. Das Unternehmen ist der weltgrößte Verarbeiter von Ölsaaten, der weltgrößte Abfüller von verzehrbaren Pflanzenölen bzw. Produkten und der größte Produzent und Lieferant von Dünger für die südamerikanische Landwirtschaft. Außerdem ist Bunge ein wichtiger Soja-Exporteur und Biodieselhersteller. Ja, und genau. Das ist dafür eigentlich interessant, dass es ein Unternehmen, also scheinbar von der Größe und auch von der Marktstellung so stark ist und man es trotzdem eigentlich jetzt nicht wirklich so kennt. Ne? Genau, und da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ich habe eben schon angesprochen, Archer Daniels Midland ist zumindest mir eher ein Begriff gewesen. Die sind aber tatsächlich kleiner, sowohl von, also die gibt es noch nicht so lange, die gibt es nämlich erst seit 1902. Die haben weniger Mitarbeiter als Bunge, die haben geringeren Umsatz, meine ich, glaube ich, gesehen zu haben. Der Umsatz ist, ist höher bei, aber der Gewinn, glaube ich, oder irgendeine Finanzkennzahl war dann auch noch wieder größer. Also ganz interessant, Archer ist ja auch unter Dividendeninvestoren halt ein Begriff. Also ich kannte sie eher, aber interessant, dass es die anderen schon länger gibt und dass sie da auf jeden Fall ein ernstzunehmender Konkurrent sind. Ja. Die haben hier halt auch natürlich ihre Webseite, wo sie ihr Business beschreiben. Da kann dann, wen es interessiert, der kann das natürlich hier nochmal nachschauen. Die haben sogar auch eine deutsche Seite, eine kleine deutsche Vertretung. Da steht nicht sehr viel, aber auch da kann man nochmal nachlesen, worum es geht hier. Die Bunge-Gruppe ist weltweit eines der größten Handels- und Verarbeitungsunternehmen von Öl- und Getreidesaaten. Zu den Unternehmensfeldern gehören unter anderem der Handel mit und die Verarbeitung von Agrarprodukten, die Produktion und der Vertrieb von Düngemitteln und die Produktion von Nahrungsmitteln. Also sie sind eben auch, was du ja auch schon gesagt hast, ganz groß auch hier in diesem Biodieselgeschäft und so weiter. Also insgesamt definitiv ein interessantes Unternehmen. Schauen wir uns hier nochmal den Chart an. Ich bin jetzt hier im Maximalchart, also maximalen Zeitraum. Wir haben also auch schon weit höhere Sphären gesehen, sind dann damals auch in der Finanzkrise in der letzten stark runtergekommen, haben sich wieder hochgearbeitet und so weiter. Aktuell sehen wir hier einen Kurs, der in der Historie nicht sehr hoch ist. Von daher, ja, vielleicht auch interessant, sich das mal näher anzuschauen und hier reinzugehen und vielleicht sogar auch über Optionen was zu machen. Und da kann ich auch noch mal ganz kurz reinschauen, wie da die Optionslage gerade ist. Also jeden, der Blick ins kleine Depot bei mir, ins Optionsdepot. Aktuell sind ja am letzten Freitag einige Positionen ausgelaufen, sodass ich jetzt nur noch zwei Optionen laufen habe mit der Augustfälligkeit. Einmal ist das ein Call auf Main Street Capital und ein Royal Dutch Shell Put. Und das frisst im Moment nur knapp 600 Euro Margen, Netto-Liquidierungswert ist über 4.000, das heißt, hier ist ein bisschen Luft und dann schaue ich mir einfach mal die Optionskette an von Bunch Limited, Ticker-Symbol ist hier BG. So, ich hatte gerade eine kleine Aufzeichnungspanne, ich habe jetzt schon einen Call auf Bunge hier verkauft, ohne dass ich es aufgenommen hätte. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal in die Optionskette und erzähle ein bisschen. Also der Kurs ist heute relativ stark im Plus mit über 3%. Bei 43,19 steht der Kurs. Das heißt, wenn wir jetzt uns hier eine Put-Option anschauen mit einem Strike 37,5, sind wir schon relativ weit weg vom aktuellen Kurs und könnten jetzt hier mal einen Verkauf reinlegen, einen Put-Verkauf. Den würde ich auch an den oberen Rand hier legen, also auf den Briefkurs mit 60 Cent und die dann übermitteln. Hier sieht man, dass mich das auch
keine Margen kostet, weil ich eben schon den Call drin habe. Ich übermittle trotzdem mal und habe den jetzt eben hier auch im Orderbuch drin. Ausgeführt habe ich eben schon den 50er Call für $20 und das kam so. Ich hatte jetzt nämlich gesagt, dass es jetzt ja eigentlich an einem starken Tag eher die Seite für einen Call-Verkauf ist, hatte dann hier entsprechend reingeschaut auf der Call-Seite bei einem 50er Strike, der ja noch einigermaßen weit weg ist, kommt man hier zwischen 15 und 25 raus, kursmäßig, also optionspreismäßig, und die Order ist dann ja auch durchgegangen mit 20. Und der Hintergrund ist, dass ich gesagt habe, dann mache ich doch ein Straddle auf. Das heißt, heute an so einem grünen Tag verkaufe ich den Call und demnächst an den nächsten Tagen, wenn es mal ein bisschen runter geht, wenn der Kurs eher negativ ist, dann würde ich mich hier kümmern um den Verkauf einer Put-Option. Ich habe jetzt mal beispielhaft heute eine reingelegt. Für 60 wird sie jetzt so wahrscheinlich nicht ausgeführt, wenn es bei dem Kurs bleibt. Aber dann hätte ich über diesen Straddle sozusagen, also 60 und 20 sind $80 und bin eben auf beiden Seiten relativ weit weg vom Kurs. Nächste Woche sind aber Earnings und da kann es natürlich in die eine oder andere Richtung auch mal stärkere Ausschläge geben. Ja, was wir sonst noch machen können ist, ich habe ja jetzt hier noch den Main Street Capital Call drin. Das ist noch ein Überbleibsel. Das war eben auch dann ja so eine Straddle-Geschichte, bloß mit einer anderen Laufzeit. Der Put ist am Freitag verfallen. Das heißt, ich könnte jetzt auch ohne groß Margen zu verbrauchen, hier auch wieder einen Put auf Main Street Capital verkaufen. Aber das ist das gleiche Spiel. Heute sicherlich nicht der beste Tag dafür. Naja gut, Main Street ist jetzt nicht so stark im Plus wie Bunge. Das heißt, man kann hier auch mal schauen, was es gibt für die Augustfälligkeit zum Beispiel. Ein 25er Strike. Da könnte man hier tatsächlich überlegen, einen 30er Put, also mit einem 30er Strike zu verkaufen, der wahrscheinlich kaum Margen kostet. Genau, frisst nichts, können wir auch reinpacken, die Order. Und um nochmal auf Walgreens zu sprechen zu kommen, da habe ich im großen Depot jetzt letzte Woche einen Put verkauft mit einer Laufzeit bis Januar 22, also noch anderthalb Jahre, ungefähr auf dem aktuellen Kursniveau. Und aber hier ist es auch ein schlechter Tag heute, also 2% plus. Und wenn ich jetzt hier entsprechend einen Verkauf reinlege, auch am oberen Ende, also beim Briefkurs, weil ansonsten würde ich das auch lieber an einem anderen Tag machen, wo es mal ein bisschen bergab geht. Also ich packe es einfach mal bei 9,80 Euro rein, damit wir hier einmal sehen. Es kostet nämlich Marge, Ersteinschuss 1.500 Dollar. Das muss man sich dann im Gegenzug natürlich auch überlegen, ob man sich die Margen jetzt für anderthalb Jahre hier ans Bein binden will. Andererseits bekommt man ja im Gegenzug auch knapp 1.000 Dollar. Das heißt, es hebt sich auch ein Stück weit auf. Da muss man eben schauen, was man möchte. Ich lege sie auch mal rein. Wird sicherlich heute auch nicht ausgeführt, aber da bleibe ich in den nächsten Tagen dran, dass ich hier im kleinen Depot also auch einen Main Street Capital Put verkauft bekomme und einen Walgreens Put mit einer langen Laufzeit, einen sogenannten Leap-Option. Ja, und das war es dann hier aus der TWS. Ja, wichtig hierbei ist dann zu wissen, dass Banisch auch Quartalzahlen bringt, und zwar am 29. Juli. Das heißt, die Vorsichtigeren warten vielleicht die Zahlen ab. Wer aber sogar vielleicht einen Earnings-Trade machen will,
Der ist jetzt dieser Tage da ja, gut aufgestellt, kann das machen. Wie gesagt, am 29. Juli gibt es Zahlen. Ich weiß allerdings nicht, wie die in der Vergangenheit so auf Quartalszahlen reagiert haben. Da gibt es ja durchaus einige Kandidaten, wo es dann gut und gerne mal 10% hoch und runter geht. Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, wie das bei Bunch in der Vergangenheit aussah, weil ich die bisher auch nicht auf dem Schirm hatte. Und das haben wir ja jetzt Frederik zu verdanken, dass wir die hier mal rausgefiltert bekommen haben. Also vielleicht kannst du noch was dazu sagen, ja. Also dass der Dividendenkalender ja immer mal wieder was Nettes zutage fördert. Ja, das ist halt genau das Tolle, wenn man halt, sag ich mal, eine gewisse Anzahl an Aktien einfach unter Beobachtung hat. In dem Fall waren es jetzt ca. 400 Stück, die wir gefiltert haben, und dann kommt immer mal wieder irgendwie eine Perle raus. Bunch mag so eine sein. Es ist sehr unbekannt, würde ich jetzt mal sagen, unter deutschen Dividendeninvestoren, ist aber ein Unternehmen, was geile Produkte vermarktet, also vor allem Produkte mit Zukunft. Und das ist ja eigentlich immer das Wichtigste. Das Geschäftsmodell passt, die Dividende passt, auch die Ausschüttung auf den Free Cashflow passt. Wenn man sich das mal anschaut, 700 Millionen haben sie im ersten Quartal gemacht, 330 oder 340 schütten sie an Dividenden aus. Das heißt, da ist halt auch Luft noch ein bisschen. Also ist jetzt keine akute Gefahr. Dementsprechend kann man sich das als Investor auf jeden Fall mal anschauen, ob das vielleicht auch für einen selbst was sein kann. Ja, prima. Also ich war überrascht. Ich hatte die, wie gesagt, gar nicht auf dem Schirm, und von daher tolle Sache. Vielen Dank dafür. Allgemein nochmal an alle, es ist Earnings Season, das heißt, achtet auf die Quartals, Berichtsdaten von den Firmen, wo ihr Optionen draufschreibt. Ansonsten ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen, bei dir, Frederik, für deine Zeit und dein tolles Tool und die Filterung und Einführung und Stellungnahmen zu den Aktien. Und dann freue ich mich schon jetzt auf in 8 Wochen, wo es wieder heißt Dividendenoption mit Frederik. Ja, besten Dank. Ich freue mich auch. Alles Gute, Vincent. Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Soweit unsere heutige 4. Folge Dividendenoption mit einer wahrscheinlich für viele Dividendenjäger neue Aktie. Hinterlass uns doch gerne einen Kommentar, ob du Bunge Limited kanntest, ob du vielleicht sogar investiert bist oder ob die Aktie nach dem, was du in diesem Video heute erfahren hast, einen zweiten Blick wert ist. Kommentiere auch gerne, welche Dividendenaktie wir aus deiner Sicht mal besprechen sollten. Wenn eine besonders oft genannt wird, würden wir versuchen, die mal mit aufzunehmen. Ich fand es jedenfalls sehr interessant und ich freue mich, wie gesagt, schon auf die nächste Folge mit Frederik. Das Format Dividendenoptionen erscheint im 8-Wochen-Rhythmus versetzt und abwechselnd zu dem Format Die Einkommensoptionäre, das ich ebenfalls hier auf dem Kanal zusammen mit Luis Pazos vom Blog Nur Bares ist Wahres veröffentliche. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir gerne die anderen Folgen in der Playlist Dividendenoptionen an, hinterlass einen Daumen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.